Was mich abermals daran erinnert, dass wir hier überall Robopods hinpappen müssen wegen der Reichweite. Wegen, ne? Vielen Leichen, die darauf warten, zerlegt zu werden. Was noch? Genau, Water begonnen. Begonnen. Ja. Ja, Lava brauchen wir nicht. Habe ich jetzt die ganzen Dinge gebaut? Ja, habe ich. Bauen nochmal mehr. Ich glaube, die reichen nicht. So. Und jetzt sollte ich mich erstmal um die zweite Entladestation kümmern. Und dann schauen, ob das Eisen stabil bleibt oder ob ich mich beeilen muss. Da. Ja, 50.000. Das sollte mindestens 5 Minuten oder so dauern, bis das alle ist. Wenn kein Nachschub mehr kommt. Und diese Felder muss ich unbedingt auch mal leer machen. Ist ein bisschen komisch, wenn wir Ressourcen in der Basis haben und meckern, dass wir nicht genug Ressourcen haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, das muss größer sein. Bau bitte ein Zweierdrill. Zwei Zweierdrills. Und setzt den dann dahin. Genau, lila Kisten. So, die werden also immer entleert. Ich brauche mehr davon. So, das heißt, das ist jetzt Heimat 1 und wir machen hier drunter Heimat 2. Wir hatten die einigermaßen mittig gemacht, ne? Ich versuche mir das mal irgendwie. 1, 2, 3 frei von oben, dann Kiste. Okay, 1, 2, 3 frei von oben. Dann Kiste. Kiste? Oh, das ist eine große Kiste, nee. Okay, baue die Kisten. Da. Also hier kommt die Reihe hin. Reihkiste hier, Reihkiste da. Dann Ärmchen, Schiene, Ärmchen, Kiste. Das Ganze hin, die Requested Chest für die Befüllung. Und dann müssen wir es eh feintunen, wo das Ding halten muss und so weiter. Wobei es eigentlich auf genau der gleichen Höhe halten sollte, damit es cool aussieht. Wenn halt von links ein Zug reinkommt mit der einen Ressource, von rechts der andere Zug mit der anderen Ressource und beide gleichzeitig von zigtausend Robotern entladen werden. Oder so ähnlich. Da. Das bitte leer. Gut. Dann hätte ich jetzt ganz gern den Zweierdrill, den einen. Zweierdrill, ne? Ja. Den bitte dahin. Mit einer Kiste. Und Speedballoon. Strom. Na, Strom ist noch okay. Aber apropos Strom. Ich gebe jetzt mal ein paar Sachen in Auftrag. Namentlich 20, 30 Kisten. Die Haltestation habe ich schon. Ärmchen. Viele, viele Ärmchen. Oh, 42 sollten schon fast reichen, ne? Okay, nochmal 15 mehr. Dann hätte ich noch ganz gerne Jungsten immer vorrätig. Und forsch gleich das nächste davon. Und dann wollte ich eigentlich was anderes machen, während das alles hergestellt wird. Aber das wird zu schnell hergestellt. Und das andere wäre das hier. Gucken, wie viele Akkus wir haben, wie viele davon wir haben. Ah ne, nimm mal gar keine mit. Mist. So. Das können wir ja alles mit Blueprints machen. Nehme bitte. Das brauchen wir nicht mehr. Ein Blueprint. So. Okay. Und die Striche sehen inzwischen sehr komisch aus. Und bappe das Blueprint bitte hier hin. Warum sind da Dinge rot? Achso, wegen den Roboports. Yeah. Und hier müsste das eigentlich hin. Nee, das ist nicht gut. Hier ist schön viel Platz. Guckt euch das mal an. Das brauchen wir alles nicht. Okay, dann macht das hier. Fangen wir da an. Warum meckert er jetzt da? Ah, Inventar voll.
Leichen wegwerfen. Achso. Katan! So. Und einsammeln. Das hätte ich wahrscheinlich auch anders lösen können. Die da will ich auch nicht mehr. So. Das hätte ich auch alternativ lösen können, aber was soll's. Dich weg. Ich kann nicht nichts decken. Schmeißen weg. Weg. Hey. Weg, sag ich. Weg, weg. Einsammeln, so. Genau, die Lampen waren hier falsch. Falsch, 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 falsch. Und die können dann gleich durch das Blueprint neu gesetzt werden. Also. Hier zwischen wollte ich das haben. Was ist da schon wieder im Weg? Achso, die Ruinen der Türme. Nein! Okay, nächster Versuch. Achso, da oben sind die Lampen auch noch falsch. Weil ich irgendwann das Blueprint mal nicht richtig gedreht hatte. Jetzt aber richtig. Ja, was? Warum kannst du das nicht setzen? Ja, ich kann... Oh, stimmt, weil wir ja alle Lampen rausgenommen hatten. Und die Lampen sind jetzt da, wo laut Blueprint irgendwelche anderen Sachen hin sollten. Deswegen meckert er. Ist okay. Reißen wir die Lampen hier alle wieder ab. Auch wenn ich gerade so viele Lampen abreiße, die ich dann später also wieder irgendwo aufbauen muss. Aber wir haben ja Zeit für sowas. Ist ja nicht so, als wenn so ein Eisen langsam knapp werden würde. Nee, okay. So, nächster Versuch. Achso, da unten. Zwei doofe Lampen. Ihr sabotiert mich. Ta-ta-ta-ta. Okay, das Ganze jetzt nochmal. Da. Das sind nochmal Lampen. Aber ich werde eh nicht genug Dinger haben, um das hier alles vollzubauen. Wobei das gar nicht so schlecht aussieht. Wie viel sind das immer? 4, 8, 12, 16, 32. Ja. Lassen wir es erstmal so stehen, das Blueprint. Wird wahrscheinlich nicht zu Ende aufgefüllt werden. Dann ersetze ich das später nochmal, wenn ich denke, dass die Stacks wieder vollgelaufen sind. Und danach erweitere ich es nochmal hier in die Richtung. Wobei ich mich gerade wundere, warum hier keine Roboports im Weg sind. Achso, weil wir hier keine Abdeckung haben wollten, ne? Weil hier nichts war. Also es könnte später im Weg sein, aber das passt schon irgendwie. So, also Strom wird besser dadurch. Kupfer und Eisen ist noch okay. Aber ich sollte die Ladestation jetzt bauen. Sonst haben wir bald ein Problem. Und ich würde es gerne vermeiden, diese panischen Umbauaktionen, wie wir sie vor kurzem hatten. So einen richtig schönen Vorrat immer haben an Ressourcen, dann ist gut. So ist das hier überhaupt richtig. Ja. Okay. Macht man so bis hier oder so. Ah, warte. Haltestelle? Haltestelle. Mach mal die Haltestelle hier. Setzt mal ein... Oh, wir brauchen noch einen richtigen. Eine Lok. Eine Lok dahin. Mit Cargo-Dingens hinten dran. Was? Nein, nicht so. Und zweitem Cargo hinten dran. Und eigentlich noch einem Dingens da. Wir haben keine Engines. Okay. Gib mir bitte 50 Engines. Und bau mal ein tolles Schild, damit die 10 anderen Schilder nicht die ganze Zeit im Weg rumlungern. So. Du kriegst jetzt Holz? Nein!
Egal, was ich reintue, ist wieder rausgenommen, ne? Okay, Ärmchen kurz weg. Menno. Jetzt habe ich... Hier, verbrenne das Holz. So, du... bist jetzt... Home S. Wie South, also Süden. Set Name. Und du fährst jetzt bitte genau bis vor... die Station. Okay, das ist zu weit vorne. Das heißt... Mist. Das heißt, du kriegst das nochmal rein. Bisschen rückwärts fahren. Beach. Nimm mal die andere Station. Und sag mal... ein Feld zurück. Ah, testen wir erst und geben wir dann einen Namen. Du da, fahr vor bis. Das schaut gut aus. Richtig? Ja. Auf gleicher Höhe, alles perfekt. Okay. So wird das sein. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr Muten Roshi, sondern du bist Home S. So. Dann brauchen wir Holzbefüllung für unsere Hightech-Züge. Ruhig mit den nicht ganz so schnellen Ärmchen. Hier käme dann noch eine Lok hin. Kann ich die inzwischen bauen? Ja, bau bitte. Zack. Dementsprechend da nochmal die hin. Dum, dum. Lab Efficiency. Noch mehr kann ich nicht. Panzerwagen. Nee. Ja. Habe ich den ganzen Erinnerungsfaktor überhaupt eingesammelt? Ich glaube nicht. Mist. Ich guck mal kurz. Also nicht vergessen, hier gleich weitermachen. Schmeiß erstmal die Erinnerungsfaktor da oben rein. Also sind schon 190 und... hör mal auf, die zu beschränken. So, und du kriegst hier jetzt nochmal welche dazu. Also wir haben alleine 700 oder so da drin und die Kisten sind alle voll, aber nur mit 4 oder 5. Ja, das wird reichen. Okay, dann schmeiß ich jetzt mal eine der wichtigsten Forschungen an, die wir jemals angestrebt haben. Nämlich den ultimativen Mining Drill MK6, was die höchste Version ist. Mit 99x99 Einzugsgebiet und absolut kranker Mining Power und Speed. Und auch sehr hoher Stromverbrauch. Zack. So, jetzt hier unten weiterarbeiten an der Ladestation Nummer 2. Danach zu den Basen hinlaufen, wo wir gerade zerstört haben, um alle Alien-Artefakte einzusammeln. Um sicherzustellen, dass wir auch ne, genug lila Tränke haben für das Ding. Dich bitte da rein. So. So, Shift rechts, Shift links, Shift links. Shift links, Shift links. Zack. Und zack. Das sieht immer noch cool aus, dieses Überkreuz. Alles dahin. So. Jetzt bräuchten wir hier noch einen Ausgang. Das heißt, ich muss wieder dum, 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 davon ein paar bauen. Miep, miep, miep. 20 Türme schießen, sollte okay sein. Da weg. So. Mauer, Mauer, da. Ding, 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 ding. Hier wieder eine Doppelreihe. Und eigentlich bräuchten wir auch mehr Topaz-Türme hier. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir uns eigentlich darauf konzentrieren wollten, ne? Kristallminen zu bauen und nicht... egal. Aber Eisen war halt wichtiger zu dem Zeitpunkt. Hm. Sowas wie das da vorne. Da da eh nicht so viel drin ist. Ich glaube, sobald wir diesen 6er Mining-Überdrill haben, werfe ich den mal ganz kurz hier drauf und bewache das dann selber. Das ist ein guter Plan. So, hier geht's lang und ich wollte relativ nah an dem Verteidigungsstück hier lang fahren. Also mache ich gleich hier eine Kurve.
So. So. Dann brauche ich hier wieder so ein Stück. Leichen. Okay, Leichen einsammeln. So. Hoch, 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 hoch. Mehr Leichen einsammeln. Hallo, Königin. Du bist echt irre langsam. Ups. Und ich hätte gerne immer ab sofort 200 Kohle im Inventar. Wegen, ne, Giftzeug und so. Aber ich bin hier gar nicht mehr im Einzugsgebiet, also ist egal. Ja, das mache ich nächste Folge. Also, Anbindung an das Gebiet da oben. Dann zum Eisen-Außenposten gucken, ob da überhaupt noch irgendwas abgebaut wird. Eisen ist bei 55.000, ja. Gucken, ob noch irgendwas an Eisen abgebaut wird. Wenn nicht, das komplette Ding zerlegen. Oder zerlegen lassen, muss ich hier noch gucken. Bau mal einfach so zwei Roboports, drei Roboports, von mir aus auch. Damit wir damit im Notfall eine Kette legen könnten zum Eisenaußenposten, um die Roboter das zerlegen zu lassen. Und auch die ganzen Sachen abzutransportieren, die noch da sind. Wenn die Sachen abtransportiert wurden, dann setzen wir da hinten die ganzen Truppastürme neu und erst, wenn Stromverbindungen und Truppastürme da sind, fange ich an, die Mining Drills hinzustellen und so weiter. Also wesentlich strukturierter als der erste Eisenaußenposten.